Es geht weiter mit Let's Play Arcania Gothic 4. Mein Name ist und bleibt Trollhunter 1000. Und wir haben letztens hier diesem Schmied geholfen, sein Skizzenbuch wieder zu bekommen. Jetzt werde ich schauen, was wir noch tun können. Okay, in die Orkhöhlen können wir versuchen einzudringen. Oder das Teichkraut können wir sammeln. Weit südlich des Silbersees. Gut, schauen wir uns mal um. Ist das hier Semele? Muss ich direkt mal schauen. Sieh an. Ja, das hier ist Semele. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir das, was sie sucht, auch finden. Ich hoffe es. Weit südlich vom Silbersee. Wir gehen gerade Richtung Norden. Das ist natürlich dann schlecht. Das heißt, wir müssen hier... Das hier wird höchstwahrscheinlich der Silbersee sein, schätze ich mal. Also gehen wir einfach hier mal den Weg entlang. Gehen wir über die Brücke, wo wir anfangs aufgehalten wurden und wir gesagt haben, wir sind eine kleine Armee. An Pip vorbei. Sehen wir uns die schöne Landschaft an. Ah, und da hinten ist der Turm, wo wir einmal den Ork getötet haben, der uns dann das Skizzenbuch gegeben hat. Das war im letzten Part, glaube ich. Schauen wir mal. Gut, schauen wir mal weiter nach Süden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier am Fluss, am See entlang. Und schauen, ob es wirklich direkt im Süden ist, also gleich beim See. Oder weiter entfernt. Haben wir da unten Lurker? Sind das Lurker? Ich schau mal. Sieht mir fast danach aus, zumindest ein Lurker. Dann werde ich mich jetzt um den kümmern. Nein, zwei Lurker sind's. Zumindest sehe ich gerade zwei. So, kümmern wir uns um die. Komm her, komm. Und tot. Nein, noch nicht. Scheiße. Gut, jetzt. Jetzt ist er tot. Was haben die eigentlich bei sich? Lurker, Krallen. Gut. Dann gehen wir weiter hier am Fluss entlang. Was haben wir denn da? Eine knospende Heilpflanze? Nein, eine normale. Cool, gar keine knospende. Nochmal Lurker. Sterbt, ihr Scheißviecher. Okay. So. Okay, erledigt. Durchsuchen wir die auch noch und nehmen uns ihre Lurkerkrallen. Und gehen wir hier den Weg weiter entlang, denn ich will endlich diese Pflanzen oder was auch immer das ist, das Teichkraut, finden. So. Schauen wir uns hier noch ein bisschen besser um. Vielleicht gibt es ja nochmal Lurker oder Gegner, die wir töten können. Ich werde mir jetzt hier auch noch das Snapperkraut nehmen. Okay, das sieht schon sehr nach dem Ende des Sees aus. Wir finden dort dann noch das Teichkraut. Jedenfalls sind wir Richtung Süden gegangen. Was haben wir da für ein Kraut? Was ist denn das? Snapperkraut. 4 Stück gleich. Okay. Nehmen wir uns die. So. Blutfliegen. Okay. Und die kümmern wir uns auch gleich. Sterbt. Sterbt. Oder Uferwespe. Wie sie jetzt hat, wie sie da heißen kann. Sind scheinbar etwas schwächer. Zumindest scheint mir das so. Mag euch nicht, geht sterben. Okay. Und dann hier auch noch diese Uferwespe. Okay, erledigt. Durchsuchen wir die, die haben sicher wieder einen Stachel. Genau, großer Stachel. Wer hätte das gedacht? So. Die durchsuchen wir natürlich auch. Wir lassen hier keine Uferwespe undurchsucht.
Und dann werde ich mir hier die Mana-Pflanze auch noch nehmen. Okay. Das waren jetzt, glaube ich, alle. Ich glaube, wir haben alle durchsucht. Gut. Dann haben wir da eine Brücke. Schauen wir mal, ob es da was Besonderes gibt. Ob da auch eine Wache oder so oben steht. Nein, scheinbar nicht. Okay. Werde ich jetzt nochmal schauen. Dass bei einem Tümpel in der Wildnis weit südlich des Silbersees wächst. Okay, weit südlich. Das ist nicht weit südlich vom Silbersee. Okay. Aber ich würde sagen, gehen wir mal über die Brücke. Und schauen wir, was es dort drüben so gibt. Spielstand erfolgreich erstellt, okay. Da haben wir Goblins. Krieger des Giftzahnstamms. Und der ist auch schon tot. Und ein Jäger des Giftzahnstamms. Ich mag diese Magie nicht. Und den kümmere ich mich gleich nach dem Jäger hier. Also, aber schießen sich die gegenseitig ab. Irgendwie kommt es mir so vor. Ja, sie haben sich gegenseitig abgeschossen. Aber die nehmen scheinbar keinen Schaden, wenn sie sich gegenseitig abknallen. 15 Gold, okay. Yuyuyukuro habe ich auch gesehen. Und der hier auch 15 Gold. Wo liegt sein Yuyuyukuro? Hier ist sein Yuyuyukuro. Okay. Das war schon mal alles. Gut, dann nehme ich jetzt die Haftbandage. Nein. Das wäre nicht alles. Da liegt ja noch ein Jäger. Okay. Und da liegt noch der eine Krieger. Und mit seiner Goblin-Keule. Die haben jetzt sogar schon 15 Gold. Das sind schon reichere Goblins. Da sehe ich ein Schild. Was steht denn da drauf? Burg Silbersee. Gut, von da kommen wir gerade. Da sehe ich eine Hütte. Okay. Wohnt da wer drin? Schauen wir mal. Ah, ein Teleporter. Haben wir denn den anderen Teleporter schon aktiviert? Melox Hütte. Das sieht so aus, als ob da wirklich jemand drinnen wohnen würde. Vielleicht wahrscheinlich Melox, wenn es eine Melox Hütte ist. Hallo, mein okay. Freund. Lester! Ah, schön. Das ist nämlich ein alter Bekannter des Helden, wie ihr höchstwahrscheinlich schon aus Gothic 3 wisst. Beziehungsweise in Gothic 1 habe ich ihn auch schon getroffen. Das heißt, wir sprechen jetzt mit unserem alten Freund Lester. Hallo, mein Freund. Was treibt dich in die Wildnis? Freund? Sind wir uns schon mal begegnet? Alle Leute sind meine Freunde, mein Freund. Bis sie mich eines Besseren belehren. Verstehe. Ich bin für Giltor unterwegs. Was machst du hier? Ich warte. Worauf? Auf vieles, mein Freund. Auf Melok, auf einen Weg nach Tushu, auf... Nun, das ist ein Geheimnis. Du wartest auf Melok? Wohnt er hier? Ja, er stapft gerade durch den Wald und sieht für mich nach, ob es einen anderen Weg nach Tushu gibt. Was kannst du mir über Melok erzählen? Er war früher der Schamane des Silberseestamms, aber Erhak hat ihn vertrieben. Du willst nach Tushu? Ja, ich lebe in der Nähe von Tushu, im Sumpfland. Aber das Erdbeben hat den Pass zugeschüttet und jetzt sitze ich hier fest. Was kannst du mir über Tushu erzählen? Tushu ist ein heiliger Baum, allen drei Göttern geweiht. Magier jeglicher Art leben dort. Das muss ein verdammt großer Baum sein. Du bist also ein Magier? Nein. Um Tushu herum liegt Schwarzwasser. Und um Schwarzwasser herum liegt der Sumpf. Ich wohne im Sumpf. Du lebst im Sumpf? In der Nähe der Sumpfkrautfelder, mein Freund. Schwarzwasser? Was ist das? Eine Siedlung. Auch Magier müssen essen. Und Tushu hat allerlei Jäger, Sammler und Händler angezogen. So ist im Laufe der Zeit Schwarzwasser entstanden. Jetzt leben alle möglichen Leute dort. Schwarzwasser. Klingt ganz schön düster. Finde ich auch. Haben sich die Magier den Namen ausgedacht? Nein, die Einwohner haben abgestimmt. Im Sumpfland sind die Menschen noch frei. Was hat es mit dem Sumpfkraut auf sich? Medizin, mein Freund. Medizin. Ja, ganz klar, Medizin. Mhm. Was weißt du über Erhak? Nicht viel. Außer, dass er versucht, einen friedlichen Stamm in eine blutrünstige Horde zu verwandeln. Im Sumpfland hätte er weniger Arbeit gehabt.
Warum? Dort lebt der Knochenbrecherstamm. Möglicherweise waren sie aber sogar unserem lieben Erhak zu hart. Warum bist du hier mit einem Ork? Melok ist ein Freund. Er teilt sein Dach, ich teile mein Sumpfkraut. Du wartest auf etwas Geheimes? Was ist das für ein Geheimnis? Ein geheimes Geheimnis, mein Freund. Schon gut. Oh, hab's verstanden. Ein geheimes Geheimnis. Fragen wir auch noch, was sind das für Orks, dieser Knochenbrecherstamm? Knochenbrecherstamm? Was sind das für Orks? Wilde Menschenfresser, die im Süden des Sumpflands hausen. Aber keine Sorge, mein Freund. Das liegt weit weg von hier. Okay, jetzt haben wir uns ja mit Lest unterhalten, dem alten Freund, unserem alten Freund. Nehmen wir uns noch das Elixier des Kriegers. Schauen wir mal, was das bewirkt. Wo ist denn das? Bei Essbares wahrscheinlich. Okay, plus 40 Lebensenergie-Regeneration für 30 Sekunden, plus 20 Rüstung für 60 Sekunden, plus 3 Nahkampfangriff, Nahkampfkraft für 60 Sekunden. Okay. Haben wir von ihm irgendeine Mission bekommen? Scheinbar nicht. Okay. Scheinbar sind wir aber auf dem richtigen Weg, Richtung Tushu. Oder wie auch immer dieser Ort heißen mag. Was ist denn da für ein Schild? Zeigt es vielleicht dorthin? Schauen wir mal. Tushu, ja. Da sehe ich eine Höhle. Und da ja dieser Lord Gawan, glaube ich, heißt er. Muss ich nochmal nachschauen. Ja, genau. In einer Höhle gefangen gehalten werden soll. Schaue ich mal da hinein. Hoffentlich ist das der richtige. Gut, ist ein Speicherpunkt. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich sehe aber noch keinen Kreis. Gut, Goblins sehe ich hier. Und zwar Jäger des Giftzahnstammes. Sterbt mal alle schön. So. Nachher werden wir dann vielleicht doch noch mit dem Ork reden, mit dem Lester zusammenwohnt. Aber erst nachdem wir hier die Höhle gesäubert haben, und das passiert dann wahrscheinlich auch erst im nächsten Part. Beziehungsweise, wenn hier drin wirklich Lord Gawan ist, wird das überhaupt erst in ein paar Parts danach passieren. Aber ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt richtig sind. Denn er soll ja von Orks entführt worden sein und nicht von Goblins. Und bis jetzt haben wir hier nur Goblins gesehen. Aber immerhin etwas, da können wir immerhin trainieren. Ach du Scheiße, ich möchte mich heilen. Okay. So, jetzt möchte ich mich wieder heilen, bitte. Okay. Töten wir noch hier den Krieger des Giftzahnstammes. Schauen wir mal, was wir Essbares haben. Die Haftbandagen können wir nicht verwenden im Kampf. Was? Die Wurst esse ich. Lecker Wurst. Ich habe dir gesagt, du sollst sie essen. Nahrung. Was gibt es an in Darm gestopfte Fleisch? Was? Was gibt es an in Darm gestopften Fleischresten nicht zu mögen, wenn? Schwere Grammatikfehler. Schwere Grammatikfehler. Spellbound, euer Deutsch. Na, was sollen wir denn machen? Nehmen wir das hier, da haben wir eine höhere Lebensenergie-Regeneration. Komm, ich möchte das trinken erst. Dann müssen wir das rohe Fleisch essen. Das andere ist... Oh nein, das ist ja sogar gegrillt. Gut, dann essen wir halt das gegrillte Fleisch. Okay. Essen wir das gegrillte Fleisch, ist ja noch besser. Jetzt kümmern wir uns endlich um den Schamanen da. Stirb. Okay. Das wäre erledigt. Durchsuchen wir ihn noch. Der hat Uchiwau-Talisman. Okay. Und höchstwahrscheinlich auch ein Juhu-Yukuro. Genau. So, und ich sag, der Part von Let's Play Arcana Gothic 4 ist zu Ende. Mein Name ist Shortend 1000. Und ich verabschiede mich. Adieu.